Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es schon eine der vier neuen Hukain-Sorten bei uns. Als erstes testen wir den Lemon Siaga Pink für euch. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Pink Lemon Siaga und ja, es heißt Lemon Siaga und nicht Lemon Siaga, wie ich in den Instagram-Stories fälschlicherweise gesagt habe, mir direkt 1 Million Menschen geschrieben haben. Aber ich habe daraus gelernt, Lemon Siaga heißt die Sorte. Erstmal sollten wir klären, was da drin sein soll. Es handelt sich um einen Grapefruit, Zitrone, Grüntee und Minztabak. Interessante Kombi. Es gab ja schon den Lemon Siaga, aber ohne Pink, sprich ohne Grapefruit, ein bisschen abgewandelt. Den haben schon viele gefeiert. Wir haben den zum Beispiel noch gar nicht geraucht. Also wir können euch wirklich hier heute nur unverfälscht sagen, wie der Lemon Siaga Pink ist, ohne überhaupt von dem Normalen beeinflusst zu werden. Als erstes blenden wir euch aber mal den Kopfbau ein und schauen uns da Schnitt und Feuchtigkeit an. Der Schnitt ist angenehm, passt auf jeden Fall im Funnel, geht auf jeden Fall klar. Es gibt das ein oder andere Tabakblättchen, was ein kleines bisschen größer ist, aber lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm bauen. Wir haben die Dose jetzt schon fast leer geraucht und wir haben ihn noch nicht lange, was schon mal relativ viel sagt, aber trotzdem, jetzt, wo wir so am Ende der Dose angekommen sind, sieht man auch, da ist noch ziemlich viel Molasse. Und wir kennen das ja schon von Hukain bzw. Hukain, dass da definitiv ein wenig zu viel Molasse mit drin ist. Das ist ein kleines Problemchen. Ich weiß zum Beispiel vom Johannes, dass er sagt, nein, er will, dass da auch wirklich der Tabak bis aufs letzte 100% aufgenommen hat und macht das Leben deswegen lieber ein bisschen zu viel als zu wenig Molasse rein. Kann ich halbwegs respektieren, die Meinung. Ich kann aber auch für mich sagen, da ich das Ganze meistens im Vollkontakt im Overpack rauche, im Funnel rauche, ist mir das einfach zu viel Feuchtigkeit. Ich brauche da nicht zum Bersten Molasse drin. Es reicht, wenn der Tabak gut feucht ist, aber der muss nicht siffen wie sonst was. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so Schnitt und Feuchtigkeit. Ihr guckt euch noch ein bisschen den Rauch an, aber ihr habt es ja schon bei Warren gesehen. Bei der Feuchtigkeit kein Wunder, da kommen dicke, dichte, weiße Wolken, aber wir kommen mal zum Geruch. Noch eine klitzekleine Sache, 16,90 € soll der Tabak kosten. Stimmt. 16,90 € ist also auf jeden Fall ein guter Preis. Mittlerweile gehen die Tabaksorten ja oft öfter mal so in die 17, 18,90 €, was ich schon ziemlich krass finde. Aber ja, Hukain definitiv noch mit 16,90 € am Start und ja, riechen wir mal dran. Ja, das, was man auf jeden Fall klar rausriecht, ist halt auf jeden Fall diese Grapefruit-Note, die ist auf jeden Fall doch sehr bitter. Gleichzeitig habt ihr aber noch von der Zitronennote eher so eine süße Zitrone am Start. Und ja, Tee, ja, ein bisschen, also ich finde, ja, dann kommen wir halt beim Geschmack nochmal eher drauf, aber man riecht es schon. Es ist so eine kleine Beinote dabei, die halt doch schon gut nach einem Tee riecht. Aber halt eher so doch so eher Früchtetee. Also für mich wäre das nicht so, ja, ein brutal bitterer Tee oder sowas. Ja, kann ich schon nachvollziehen, warum du sagst bitterer Tee. Ich glaube aber, die bittere Note kommt tatsächlich eher von der Grapefruit, die wirklich unglaublich frisch und spritzig und bitter rüberkommt. Eigentlich wirklich genau so, wie ich mir das mal vorstellen würde bei einer Grapefruit in einem Shisha-Tabak. Zum deutlich beißender als diese typische Alfacher-Grapefruit, die man da zum Beispiel kennt. Also es ist wirklich eine sehr bittere, saure Grapefruit, die dann in die Nase steigt. Aber es ist auch nicht so bitter, dass ich jetzt denken würde, wow, das will ich nicht rauchen, weil es kommt auch gleichzeitig noch so eine süße Zitronennote raus. Also ich finde irgendwie, die kontern sich da ganz gut. Auch wenn Zitrone eigentlich nicht süß ist, ist es eher so eine Süßigkeiten-Zitrone, gepaart mit dieser sauren Grapefruit, dann auf jeden Fall ultra geil. Also ich finde diese Kombination aus süß und sauer in diesem Tabak unglaublich gut getroffen. Ich nehme sogar schon so ein bisschen den Geschmack vorne weg, weil da sieht das für mich sehr, sehr ähnlich aus. Aber die Kombination aus süß und sauer auch im Geruch einfach unglaublich geil. Grünteenote, ja, also es ist wie so ein Grüntee, der super verwässert ist. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie diese Volvic-Wasser-Dinger habt, wo noch so ein bisschen Grüntee mit drin ist. So wie das riecht, so riecht der Tabak auch, aber halt nur ganz, 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 ganz leicht. Also wirklich extrem leicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Das Ganze auch noch schön fruchtig frisch, dank der Minze. Riecht auf jeden Fall brutal lecker für mich. Auch wenn ich da in dieses Molasse mehr gucke, was mir ein bisschen wehtut. Was ich einfach nochmal zwischendrin sagen muss. Ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack, weil das habe ich ja eh schon so halb angefangen. Da ist das für mich ziemlich ähnlich. Ihr habt immer noch diese saure Grapefruit am Start und diese süße,
Süßigkeiten, Zitrone, die da mit reinschwingt. Einfach eine super geile Kombi. Also auch im Geschmack, man zieht und man hat das Saure und Beißende so ein bisschen im Mund. Und dann kommt aber die Süße von der Zitrone, die das Ganze unglaublich gut kontert. Dann noch dieser leichte Teegeschmack und dann alles noch so ein bisschen fruchtig frisch. Also ich finde ihn vom Geschmack her auch ultra lecker. Beim Geschmack her ist es bei mir so, das erste Mal, dass ich den so wirklich dann geraucht habe, dachte ich mir so, ja, also irgendwie erinnert mich das schon mit dieser beißenden Note eher, ja, Richtung Parfüm. Also jetzt nicht falsch verstehen, weil Parfüm kann auch definitiv schlecht sein. Bei dem ist es einfach so, es ist einfach diese beißende Note, die sowohl herb als auch süß ist und dann halt noch eben diese Grünteenote am Start hat. Gefällt mir aber ziemlich gut. Also so gerade beim Anrauchen, so beim ersten Zug dachte ich, oder bei den ersten paar Zügen dachte ich mir so, weiß ich nicht, ob es mir so gefällt, aber dann doch so beim, keine Ahnung, fünften, sechsten Zug habe ich dann noch gemerkt, so, oh doch, der ist auf jeden Fall ziemlich geil. Gerade mit dieser beißenden Note, wie du es auch schon erläutert hast, kommt auf jeden Fall ziemlich gut rüber. Und da kann ich auch direkt bei den Sternen weitermachen und ich würde dem Tabak so die 9 Sterne geben, weil ich finde, es ist mal was anderes, es ist mal nicht so, ja, lasch wie andere Sorten. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr intensiver Tabak. Also gerade Leute, die auf intensiven Tabak stehen, werden da auf jeden Fall fündig werden. Und ja, sehr guter Tabak. Ja, was ich zwischendrin gerade noch anmerken muss, weil ich gerade unsere Rauchentwicklung so ein bisschen selbst hier sehe und ein bisschen weinen muss. Normal rauchen wir die meisten Tabaksorten mit 2 Kohlen in der Smokebox. Bei dem haben wir jetzt die 3. gerade runter vorm Drehen, weil wir dachten, nicht, dass es zu viel wird oder so. Und ich kann sagen, nope. Das war definitiv ein Fehler. Wir hätten die letzte Kohle auch noch mit drauf lassen sollen. Ihr seht, der Rauch wurde zunehmend weniger. Spult gerne noch mal bis zur ersten Minute vor. Da seht ihr, es wird noch mehr rauchen als jetzt. Es ist okay, aber der könnte definitiv gerade noch eine Kohle vertragen. Sternebewertung, auch für mich definitiv sehr, sehr geil. Ich würde auch einen Punkt abziehen wegen der Molasse. Und ansonsten würde der Tabak für mich auch 10 Sterne kriegen. Also rein geschmacklich, ultra gutes Brett. Wir haben auch schon die anderen neuen Hukain-Sorten probiert. Ihr habt es ja vielleicht auch im Vlog gesehen im letzten. Da kommt auf jeden Fall noch einiges Gutes auf uns zu. So vom Ersteindruck waren die auf jeden Fall brutal. Das war jetzt der erste, den wir wirklich mal die Dose durchgesuchtet haben, damit wir dann auch ein Review zu bringen können. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Ergo, ich gebe dem Tabak 9 Sterne, weil ich ein Pünktchen abziehe für die Molasse. Ansonsten wirklich ein absolutes Brett. Ein sehr, sehr leckerer Tabak. Kann man definitiv nur empfehlen. Vor allem jetzt für den Sommer. Echt ein geiles Ding. Und mal sehr ausgefallen. Also sowas habe ich auf jeden Fall noch nicht geraucht. Gerade in dieser beißenden, aber auch gleichzeitig herben, süßen Note. Geil. Mega gut. Also, definitive Probierempfehlung geht da raus. Ein sehr leckerer Tabak, der uns gut gefällt. Sollte euch das Review gefallen haben, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video oder vielleicht sogar vorher schon in einem Livestream wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha-WG. Ciao.